Ich forsche an der Art und Weise, wie Menschen Entscheidungen treffen. Die Frage, wie wir Entscheidungen treffen und wie gut die sind, haben ganz massiv auch was mit der Frage zu tun, wie rational Menschen entscheiden und wie rational ihr Verhalten ist. Bis hin zu der Frage, und das können Verhaltenswissenschaftler ganz konkret tun, um Menschen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich interessiere mich seit Neuestem für ein Phänomen, das ich gewolltes Nichtwissen nenne. Das heißt, wir sind Wissensgesellschaften, wir produzieren immer neues Wissen. Und was wir dabei übersehen ist, dass wir als Menschen häufig auch die Entscheidung treffen, bestimmtes Wissen nicht haben zu wollen. Ich würde vermuten, dass wir heute die großen gesellschaftlichen Probleme der Welt, ob wir über den Klimawandel sprechen, ob wir über die digitale Revolution sprechen, dass wir diese gesellschaftlichen Phänomene nicht richtig verstehen und auch nicht richtig in den Griff bekommen können, ohne zu verstehen, was die Rolle des Menschen ist und wie er in diesen Phänomenen Entscheidungen trifft. Es gibt Bücher, bei denen schon der Titel anzeigt, dass hinter ihnen ein origineller Kopf stecken muss. Der Titel der Doktorarbeit von Herrn Hertwig ist ein solcher: Why Dr. Gold's Homunculus Doesn't Think Like Dr. Gold, The Conjunction Fallacy Reconsidered. Eine Arbeit, die ihrer Zeit nicht nur für breite Aufmerksamkeit gesorgt hat, sondern auch den Grundstein legte für eine Karriere, die Herrn Hertwig zu einem der führenden Forscher auf dem Gebiet der kognitiven Psychologie und Entscheidungsforschung gemacht hat. Mit seinen Arbeiten hat Herr Hertwig sehr grundlegend das Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen rationalen menschlichen Entscheidens erweitert, insbesondere mit seinen Studien zum Nutzen und der Funktion menschlicher Urteilsheuristiken und Faustregeln in unüberschaubaren und komplexen Situationen. Und wann wären wir nicht in unüberschaubaren und komplexen Situationen? Damit hat er beachtliche Wirkung auf die Forschung gehabt. Wegweisend auch die von ihm eingeführte Unterscheidung zwischen erfahrungsgebundenen und beschreibungsabhängigen Entscheidungen, anhand derer er herausgearbeitet hat, dass Menschen Entscheidungen und Urteile bevorzugt auf der Basis von Erfahrungen und eben nicht von Beschreibungen bilden. Und das hat ziemlich weitreichende Konsequenzen. Es kann unter anderem deutlich machen, warum abstrakt auftretende globale Phänomene oder auch Gefährdungslagen wie der Klimawandel gesellschaftlich häufig dramatisch unterschätzt werden, weil sie eben beschreibbar, aber nur schwer erfahrbar, allenfalls punktuell erfahrbar sind. Geboren 1963 hat Herr Hertwig seine akademische Heimat seit 2012 in Berlin gefunden, wo er am MPI für Bildungsforschung den Forschungsbereich adaptive Rationalität leitet. Begonnen hat er seine Karriere an der Universität Konstanz, an der 1995 auch die Studie über das Denken von Dr. Gold entstanden ist, von der ich gerade gesprochen habe. 2002 war Research Fellow in Columbia. 2005 hatte einen Ruf als Professor für Kognitionswissenschaft und Entscheidungspsychologie an die Universität Basel erhalten und ist dann vor 5 Jahren hierher nach Berlin gewechselt. Sein nächstes Forschungsprojekt, das ist im Film schon angeklungen, soll sich nun mit dem beschäftigen, was er selber gewolltes Nichtwissen nennt. Und das ist ja in der Tat ein Thema, dessen Aktualität man nicht weiter betonen muss in Zeiten, da das Funktionieren der Unterscheidung von Wahrheit und Lüge im öffentlichen Diskurs irgendwie ins Rutschen geraten ist. Lieber Herr Hertwig, ich freue mich sehr, Ihnen heute den Leibniz-Preis überreichen zu dürfen. Er wird es möglich machen, mehr Wissen über Unwissen zu generieren, als wir bisher haben. Und darauf kommt es an.